Cheerio, meine Freunde, willkommen zurück zu This War of Mine. Im letzten Part haben wir mal wieder was gestohlen von Obdachlosen. Hört sich so mies an. Und wir haben das erste Haus erkundet, was bewohnt ist. Und Bruno hat uns schon verraten, da sind Deserteure drin. Das heißt, wir brauchen Schusswaffen. Ohne Schusswaffen werden wir nicht weiterkommen. Dafür müssen wir leider erstmal die Werkstatt hier aufbauen. Upgraden. So. Ich hoffe mal, dass wir jetzt genug Materialien haben. Und ich warte sehnsüchtigst auf den Händler. Den werden wir natürlich erstmal den Alkohol verdösen, Bandagen, weil das ist alles gute Währung. Da! Essen! Wir haben Essen! Na, kommst du? Händler, bitte! Ich brauche dich! Ich brauche dich! Wir brauchen dich! Wir brauchen wieder Essen! Da! Ja. Das ist mein Dealer. Mein Dealer. Tap, tap, tap. Ja, bin unterwegs. Badawing. Und zeig mal hier. So, sehr schön. Was willst du? Was ich will, ist dein Essen. Was hat er noch? Das Wasser will ich auch. Dann will ich deine Waffenteile. Bin ich ganz offen, weil wenn wir jetzt Waffen bauen wollen, dann brauchen wir auch was. Eine Patrone, aber sonst geht's nur, ne? So, schauen wir doch erstmal, was wir ihnen geben können. Jo, eine Bandage und noch ein bisschen. Wie großzügig von ihnen. Das heißt, wir können noch einkaufen bei ihm. Gut. Nehmen wir mal die Patrone. So. Gut, das will er uns dafür geben. Was ist mit Materialien? Können wir da auch noch was haben? Ach, was ist das Gewehr hier? So, wir haben noch Sachen hier. Zigaretten. Mist! Ja, ich würde ja den Zucker noch verkaufen. So. So, warte. Wir haben nämlich noch, ich habe das ganz vergessen. Wir können nämlich ein Messer und ein Diamanten. Wir haben sogar zwei Diamanten. Was können wir von ihnen noch haben? Verdammt beeindruckend, hast gehört? So. Deswegen würde ich auch nochmal hier das hier, das größte von ihm. Wunderbar. Dann können wir ja noch Materialien. Ja. Wie wär's denn mal noch mit, noch ein bisschen Zucker? Zucker ist ein guter Lückenfüller für Preise. Handeln. So, was hast du noch? So, unsere Sachen. Das sind seine hier. Zigaretten brauchen nicht. Brauchen wir irgendwas davon oder sparen wir mal? Ich würde auch gerne noch das Holz hier. So, machen wir nochmal das Holz hier. Für. Alkoholflasche? Verdammt, reicht nicht ganz. Das hier? Gut. Und das war's. Dankeschön. Viel Glück dir auch. Wunderbar, oh, schön hier. Wieder vier Futter. So, da wir nächste Runde nicht angegriffen werden. So, du bist noch müde, du bist auch noch müde, das ist schlecht. Ihr solltet dann selber aufstehen. Hier wollen wir nicht das Essen hier rausholen. Ja, dafür werden wir auch gleich schön unsere Werkbank aufmotzen. So, Bruno ist fertig. Gut, dann wird Bruno jetzt erstmal. Das Rattenfleisch hier rausfallen? Und ich glaube, wir müssten ja noch eine vorige Tomate ja gerade geklaut haben aus jemand anderem Haus, ne? Essen. Oh Gott, nee, doch nicht. Mist. Ja, dann opfern wir eine Keule und kriegen zwei raus. Das ist ja. Nein, schlafen. So, du müsstest dann hier nochmal. So, jetzt gehen wir aber. So. Und. Herstellen. Yay. So, wie sieht's mit Pavel aus? Pavel ist nicht mehr müde, ist nur leicht erhitzt und erholt sich. Dich würde ich jetzt aber gerne einem dafür nötigen, dass du oben das Wasser mal kurz sauber machst. Also sauber, sage ich schon. Wir müssen nächste Nacht wieder Bruno losschicken, weil die anderen beiden noch verletzt sind. Die können aber dann in der Nacht jetzt schlafen. Dann haben wir sie nämlich beim nächsten Tag wieder fit.
Wunderbar. Oh, wir können eine Pistole bauen. Ja, und herstellen. Oh, Leute, wir können Pistolen bauen. Wir haben noch 5 Filter. War ja auch fleißig gewesen. Wunderbar. So, Pavel schmeißen wir gleich erstmal wieder ins Bett. So, Pavel hat seine Arbeit erledigt. So, sehr, sehr gut. Very good. Wir haben eine Schusswaffe. Sehr schön. So, jetzt brauchen wir nur noch Munition. Können wir die auch irgendwie herstellen? Nee. Aber wir können ein Brecheisen ja noch herstellen, das stimmt. Eine Axt wäre auch noch super. Wir können es verwenden zum Zerkleinern von Möbeln oder Leuten. Die Säge. Arr. Wir können es verwenden, um Metallstangen und Ketten durchzusägen, um ansonsten unzugänglich. Da müssen wir auch noch. Das brauchen wir auch noch. Der Helm? Verleiht also Schuss gegen Kugeln und Messer. Ja, den hätte ich auch sehr gerne, aber. Oh, eine mächtige Waffe geringer Entfernung. Richte sie auf jemanden, den du wehtun möchtest. Es war einmal ein Küchenuntersiedler, doch nun ist es eine gefährliche Nahkampfwaffe. So. Ich wollte sagen, was ist das denn? Kommt da angerannt. So, dann würde ich sagen, wir beenden den Tag mal. Wir brauchen jetzt keine Wachen. Das heißt, ihr beide schlaft im Bett und Boden. Was ist das denn? Wir haben neue Orte. Militärstützpunkt. Die sich am Tage beschießen, handeln nachts oft miteinander. Diese Soldaten haben viele interessante Sachen und tauschen gerne. Vor allem gegen Alkohol oder Zigaretten. Aber sie sind unberechenbar. Ugh. Stadtkrankenhaus. Es wurde mehrmals bombardiert, brannte und wurde wiederholt von Banditen geplündert. Trotzdem ist es noch in Betrieb. Ein Teil des Krankenhauses nimmt immer noch Patienten auf und rettet Leben. Das ist vor allem Dr. Jetimov, einem renommierten Chirurgen, zu verdanken. Er bleibt standhaft und hält die anderen auf Kurs. Hat natürlich eine Menge Sache, aber Krankenhaus beklauen? Dieses kleine und doch luxuriöse Motel war Luxusmotel war früher im Besitz des Reisebüros von Pagoren. Kurz vor der Belagerung sind die Besitzer und die ausländischen Journalisten, die dort einquartiert waren, aus der Stadt geflohen. Kürzlich ist dort jemand eingezogen und hat verlauten lassen, dass er offen für Tauschhandel ist. Vielleicht hat er etwas Nützliches für uns. Okay, und die Kirche? Die Kirche, könnt ihr. Ihr wohltätigen Pfarrer Oleg. Doch die Kirche wurde kürzlich verwüstet und Olegs Schicksal ist unbekannt. Wir sollten mit Bergen von Schutt rechnen. Eine Schaufel könnte nützlich sein. Eine Gruppe von bewaffneten Männern soll jetzt in die Sakristeigebäude besetzen. Könnte gefährlich sein, dorthin zu gehen. Wunderbar, alles gefährlich hier. Ich gehe dahin. Ja. Das war das mit dem Schutt, ne? Ja, wir haben eine Schaufel mit. So. Uiuiuiui. Das ist aber auch recht gefährlich, ey. Bin ja mal gespannt. So, da sind wir. So, dann gucken wir mal, was da drin ist. Ja, guck mal, haben wir doch schon mal ein bisschen Materialien wieder. Gucken wir mal rein. Sehen wir was? Nee. Hier scheint es ruhig. Gucken wir mal hier rein. Hier ist es auch noch ruhig. Aber hier sind ja Sachen zum Plündern. Also, sie können ja nichts sagen. Das ist ja alles zum Plündern hier. Noch mehr Materialien. Das ist immer gut. Ich würde aber sehr gerne jetzt noch Waffenteile finden. Oder zumindest Pulver für Munition. Oh, wir haben einen Teddy. A Teddy. Den nehmen wir mal mit. So. Oh. Huch. Okay, mache ich. Mache ich gerne. Dankeschön. Der Tauschhändler ist im ersten Stock. Aber wir werden natürlich jetzt erstmal hier noch weiter plündern. Was man denn so findet, wisst ihr? Noch mehr Materialien. Lelelelele. So. Jetzt von den Holzbestand so mit. So, was haben wir hier? So. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, Waffenteile, sehr nice, sehr nice. Was haben wir denn hier oben? Ich kann nicht schlafen. Ja, ich glaube, das geht vielen von uns so. Gut, das ist also der Tauschhändler.
Alter, muss man sich echt alles zusammenklauben. Noch mehr Waffenteile. Schö. So, dann gehen wir mal hoch. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir noch ein bisschen Schutt unten. Du brauchst etwas frische Luft, denn dann geht auch raus. Hält dich niemand von ab. So, machen wir mal auf. Da ist nämlich ein Schrank. Nö. Ich denke mal, oh, hier oben können sonst nichts. So viel Holz. Okay. Wenn wir Materialien brauchen und Holz, wissen wir jetzt, wo wir sie herkriegen. So, haben wir hier was? Nö. So, was haben wir denn hier? Machen wir mal Tür auf. So. Sesam, öffne dich. Und hier ist schon wieder was für die Säge. Ah, hier, ich sehe schon. Da hinten ist es verboten. Und wir wieder Waffenteile. Das ist ein Wunderbärchen. Okay, das heißt, wenn wir jetzt hier oben was klauen, dann werden die böse. Oh, schon wieder so viel. Ach, oh, Gott. Das heißt, ich nehme jetzt erstmal die. Dann sollten wir gleich irgendwas Interessantes noch finden. Dann können wir immer noch was rausschmeißen. Badam, badam. Da unten auch noch alles voll. So viel Holz. Wie kommen wir denn da rein? Ich bin jetzt mal neugierig, wie wir da reinkommen. Ich werde sowieso gleich abhauen müssen hier. Hi Leute. So, guten Tag. So, was hast du denn? Du hast. Können wir den Teddy irgendwie andrehen? Ich würde gerne das Fleisch dafür haben. Nicht interessiert. Ja. Nein. So. Ja, komm, wir holen jetzt erstmal ab. Also, wir müssen irgendwas machen. Das geht so nicht. Wir kommen nicht an Sachen. Tag 13. Bruno war auf der Suche, ja. Ich könnte echt mal ein paar Dings gebrauchen. So, dann kochst du jetzt erstmal. Bruno kocht jetzt erstmal. Da ist wieder Essen fertig, sehr schön. So, dreimal herstellen. So, Pavel ist immer noch leichter verletzt. Sag mal. Du auch noch. Warum bist du denn traurig? Diese Stadt hatte einst jeden mit offenen Armen empfangen. Ich liebte die alten Stadtcafés, wo ich neue Freunde aus aller Welt kennenlernen konnte. Werden die Menschen jemals wieder so umgänglich sein? Wenn wir es überstehen, muss ich alles dafür tun, um sie daran zu erinnern, wie es war. Wir können nämlich sehr viel erreichen, wenn wir zusammenhalten. Ach, Mensch, Ketio, Kotio. Der ist ja oben noch am Kochen. Dann kannst du mir auch gleich mal nach oben gehen und essen. So. Bitteschön. Wir packen wieder ein Essen da oben rein. Ja, warte mal, Bruno, du musst ja was essen. Du musst doch erstmal was essen. Jo. Nimm, 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 nimm. So, jetzt gehst du erstmal schlafen. Katja muss nicht unbedingt schlafen. Die muss sich nur ausruhen. Deswegen werde ich versuchen, mit ihr gleich mal die Axt zu basteln. Weil damit können wir Möbel auseinandernehmen. Es könnte ja heißen, dass wir da Dings kriegen. Da ist schon Holz. Holze, Holze. So. Ja, da. Die Säge herstellen. Wenn wir die Säge haben, auch welches Haus war das denn nochmal, wo wir hin müssten? Muss ich leider mal gucken, weil da haben wir eine Säge und da waren ja so ein paar Sachen, die wir noch öffnen müssen.
Aber reicht da eine Säge? Ach, die Axt können wir. Okay, gut. Ich stelle mal noch eine zweite hier. So, dann haben wir. Pavel geht dann auch gleich erstmal futtern. Und ich habe irgendwie gesehen, dann können wir gleich mal hier bei den Möbeln noch gucken. Komm her hier. So, okay, wir können einiges herstellen. Ein Bett noch brauchen wir nicht. Ofen brauchen wir auch nicht. Gitarre auch nicht. Wie viel kostet denn das schon wieder abzugraden? Das können wir sogar. Weißt du was? Fuck it. Scheiß drauf, wir machen das. So, Pavel ist hungrig. Dann gehst du jetzt erstmal was futtern, bevor du dich weiter ausruhst. Danach wird Pavel noch das Wasser oben machen. Oh, ich bin gespannt, was können wir gleich bauen? So, ich wünschte, ich hätte die Stadt verlassen. Verdammt! Ich glaube, das denkt sich jeder von deinen Leuten hier, Pavel. Da kaum einer sagt, oh, wäre ich doch hier. Oh, zum Glück bin ich hier geblieben. Oh, nice. Was ist das? Verstärkte Tür. Sobald wir Löcher und Fenster im Unterschlupf mit Brettern zugenagelt haben, können wir in Erwägung ziehen, unsere Tür zu verstärken und ein einfaches Alarmsystem einzusetzen. Nice. Was ist das? Drogenlabor? Destillierter Schnaps zu einem rein hochwertigen Alkohol. Bestandteil von Medikamenten und Bandagen. Es gilt als noch besserer Tauschgegenstand. Aha. Ah, was ist das denn hier? Wir können ihn verwenden, um eine optimale Temperatur des Herzgeräts zu wählen. Wir können ihn verwenden, um Schießpulver mit. Oh, mit Schießpulver. Sehr gut. Wir können unsere Lampe verwenden, um in Gebäuden Pflanzen anzubauen. Okay, dafür brauchen wir das hier. Wir können deshalb aber nichts bauen. Ich würde auch gerne die versteckte Tür bauen. Was brauche ich dafür denn? Holz. Oh, ja, okay. So, ich werde aber jetzt, glaube ich, erstmal. Ich bin jetzt mal so dreist und werde vier Dings nochmal herstellen. Vier. Oh, ich weiß nicht, wie ist das denn nochmal? Also, das ist, was wir jetzt zum Destillieren brauchen. Es wird alles zu schwer. Na, nicht aufgeben. So, Pavel ist fertig. Und weil der Pavelchen immer noch verletzt ist, geht's runter ins Bettchen. Und Katja wird sich auch gleich nochmal ins Bettchen legen. Muss ja sein, muss ja. Ich wünsche dir. Ja, ich weiß, es denkt sich da. Es ist nur eine Fleischwunde, die schmerzt trotzdem. Ja, ihr müsst leider diese Nachtwache halten. Ich lasse euch sogar die Schusswaffe hier. Während Bruno mit den beiden Sägen losgeht. So. Es gibt nichts Besseres als auszuschlafen. Das glaube ich. Das glaube ich dir. Und weil wir nichts mehr zu tun haben. Moment. Nochmal nachchecken hier. Jo. Beenden wir den Tag jetzt auch mal hier. Oh. Jo. Wir haben schon wieder was Neues. Baustelle, Bordell, Lagerhaus, Doppelhaus. Bordell. Wer für eine Dose Fleisch flachgelegt werden möchte, wird hierfür nicht. Mütter tun wirklich alles für ihre Kinder. Einige behaupten allerdings, dass die Frauen gegen ihren Willen hier festgehalten werden. Es ist ein großes und gut bewachtes Gebäude. Sie haben viele Sachen und handeln nur allzu gerne. Lagerhaus. Dies war einmal der Lagerraum eines großen Laden. Hier wurde eingebrochen, die besseren Sachen sind schon lange weg. Wir können aber immer noch ein wenig Nahrung und vielleicht auch ein paar nützliche Sachen finden. Aber Vorsicht, eine kleine Gruppe Banditen hat in dem Lagerhaus Unterschlupf gefunden. Ja. Yeah. Da, Baustelle. Es sollte ein luxuriöses Wohngebiet entstehen und die Nachfrage nach Wohnungen war groß. Doch als der Krieg begann, sind die Bauunternehmer ins Ausland geflüchtet. Kürzlich hat das Militär die Kontrolle über dieses Gebiet, über diese Gegend, die der Rebellen entrissen. Wir könnten das, was die Rebellen zurücklassen, plündern. Jedoch besteht die Möglichkeit, dass wir auf Militärpatrouillen stoßen. Doppelhaus. Die eine Hälfte ist eine Ruine, in der anderen leben allerdings Leute. Sie scheinen feindselig zu sein. Nichts. Nachts werden ab und zu Schüsse aus dieser Richtung abgefeuert. Wahrscheinlich könnten wir den verlassenen Teil gefahrlos nach Vorräten absuchen. Vom bewohnten Teil sollten wir uns jedoch besser fernhalten. Es sei denn, wir sind verzweifelt. Das sind wir aber noch nicht, längst noch nicht. Genau, hier, das war das, ne? Genau. Wir gehen jetzt erstmal da in die Schule. Ah, stopp, 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 stopp. Was habe ich denn da? Wache stehen, und du gehst plündern gehen. So, und du nimmst die beiden Sägen mit.
Weil es gibt da ja, glaube ich, zwei Räume, die wir durchsägen können. So, das Gebäude kennen wir ja noch. Hier haben wir uns vor kurzem erst Freunde gemacht. So, lauf mal dahin. Gut, er findet den Weg, das ist schon mal. Ernsthaft. Nee, gehen wir noch runter. Ja, mein Gott, hier die erste Säge, bitte. Sieg, 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 Sieg. Sieg, Sieg, Sieg. So, Klör. Dann können wir nämlich hier auch gleich die Tür aufmachen. Zigaretten, Alkohol. Oh, nice. Und das lesen wir gleich mal durch. Das sind Ratten, ne? Alles nehmen. Danke. So, wir öffnen jetzt erstmal die Tür hier. Klö, knatsch. So, sehr schön. Was steht da? Ich habe einen Brief gefunden. Mama, es ist schrecklich. Jemand hat ein Mädchen erschossen, das ich kenne. Der Mann soll ein Scharfschütze sein. Ich kann nicht glauben, dass ich sie nicht wiedersehen werde. Sie war so ein gutes Mädchen. Was hat sie dem Scharfschützen angetan? Sie haben den Strom ausgeschaltet. Die Lehrer haben gesagt, dass wir heute etwas länger in der Schule bleiben müssen. Ich weiß nicht warum. Ich will dich und Papa wiedersehen. Zumindest haben sie versprochen, dir diesen Brief zu schicken. Kommst du und holst mich nach Hause? Ach du Schande. Ja. Oh Gott. Armes Kind, ey. So. Seid ihr immer noch böse? Ich hoffe nicht. So. Weg, weg, weg. Wicke, wicke, wicke. Säg, säg, säg. Klö. So. Ah, ein Weedgarten, ein Drogenkarten hier. Oh, nice. So, und hier noch ein bisschen checken. Ja, die haben wir ja leider, mussten wir ja umbringen hier, die Herrschaften. Was mit der Tür hier? Waren wir da schon drinne? So, hier ist auf jeden Fall noch ein Kasten. Ich weiß ja gar nicht mehr, was da drin ist. Hier ist noch Medizin drin, wie konnte ich die denn übersehen? Dann lass ich mal die Bücher hier. So. Ja, hier waren wir auch schon drin, okay. Was hatten wir hier drin? Können wir das hier noch mitnehmen? Das brauche ich ja noch. Ja, das war's erstmal. Renn zum Ausgang! Aber einer ist hier wiedergekommen, ne? Da, klack, klack, klack. So, damit hätten wir auch dieses Haus erfolgreich vollkommen leer geplündert. Ich habe mal kurz einen kurzen Schluck getrunken. Einen Schluck getrunken. So, Bruno ist zurück. Lädt. Lädt, 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 lädt. Na, wurden wir wieder ausgeplündert. Dann zeig mal hier. Wir wurden ausgeplündert. Bitte was? Jemand hat versucht, uns auszurauben. Sie waren stark bewaffnet und sie haben gut gekämpft und etwas Schaden gerichtet. Glücklicherweise waren wir alle bewaffnet. Pavel wurde verletzt und die Angreifer sind mit Wertsachen abgehauen. Wir müssen mehr Leute als Wachen aufstellen. Och nein, ernsthaft? Zwei Dosen Fleisch, ein Wasser, ein... Och, shit. Tiefe könnte eine Bandage gebrauchen, haben wir aber nicht mehr. Oh, crap. Wie soll ich überleben, wenn Plünderer versuchen, mich zu töten und auszurauben? Ich habe nicht vor, hier zu sterben. Wenn das bedeutet, dass ich ab und zu stehen muss, dann werde ich das tun. Oh, nee. Och man, ernsthaft? Jo, er ist auch total deprimiert. So, hier, dann herstellen. Was steht denn da? Bono hat es für uns getan. Wir sollten dankbar sein. Ich finde, du legst dich jetzt erstmal hin, mein Freund. Wenn wir überleben, können wir Bruno dafür danken.
Ach komm, seid ihr jetzt echt traurig, weil ich da wieder stehen musste? Katja geht auch schon mal nach oben. Weißt du was, ich esse das jetzt erstmal schon mal. Ich werde das jetzt schon mal essen. Ey, was soll ich machen? Ich kann was anderes machen. So, dann gehst du auch schon mal schlafen. Dann lassen wir das Essen da jetzt erstmal stehen und werden jetzt erstmal die Dosen Fleisch hier auffuttern. So. Katja, du kommst ja eh wieder vorbei. Dann machst du hier nochmal kurz den Dings hier fertig. 14 Morgen kommt der Typ, er ist der Händler. Boah, das nervt mir jetzt aber ab, ey. Dass nicht zu viele haben. Dann kommen die Typen und ziehen dich hier ab. Geht ja mal gar nicht. So. Das hat sowieso keinen Sinn. Bruno hätte diese Leute mehr vorher lassen sollen. Sie brauchen sie auch. Huch. Bin unterwegs. Das sind Kinder. Was machen Kinder hier? Meine Mutter ist krank. Bitte helfen Sie uns. Ja klar, womit? Wir brauchen Medizin. Ja klar, hier. Nimmt die Medikamente und hilft eure Mutter. Verdammt nochmal. Diese Kinder sind sehr tapfer. Sie riskieren ihr Leben, indem sie durch dieses Viertel gehen, um ihre Mutter zu retten. Ja, definitiv. Und Leute, mit dieser schönen Tat, die wir jetzt gerade endlich begehen konnten und den Kindern helfen konnten. Wenn euch die Folge für heute, wenn es euch gefallen hat oder ihr mich unterstützen wollt, ein Daumen hilft immer, auch der rote Button oben einmal klicken hilft immer. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.